questa ragione ma lei, lei ha dovuto adottare un altro nome di come infermiera che si chiamava Schwester Monica. Ah, visto, ma lui, lui è russo. Allora, lei? No, non è, no. È tedesco. Oh, sì, sì, in tedesco, ja. Sì, in tedesco. Sì. Però si confonda che a me mi risultava che dice, si dicevano che era slavo, beh, se non, cose precise non si sa mai, no? Però che non era tedesco. Also er hatte sie damals als, als Slawin oder als Russin so eingeschätzt. Er wusste das ja nicht genau. So habe ich die Patienten gesagt. Che così ha trattato i pazienti? Allora, allora. Io mi ricordo che solamente c'era un paio che non c'era il pane, sennò loro erano tutti gentili. Das heißt, du nicht erinnere mich, dass sie alle... Können Sie sich kurz bitte vorstellen? Ich bin Frau Schul, Frau Stop. Maria Schuler aus. Soll ich da reinsprechen? Soll ich da reinsprechen? Nee, du sprichst zu mir. Du sprichst zu mir. Ich bin Frau Maria Schuler und wohne in Olzheim in der Eifel. Wiederholen. Nicht zu viel bewegen, einfach zu mir. Ich bin Frau Maria Schuler und wohne in Olzheim in der Eifel. Das ist im Kreis Bitburg-Brumm, Bezirk Trier. Können Sie uns eigentlich erzählen, warum Sie heute hier anwesend sind? Ja, ich war im Schloss Hummelsheim. Als das Krankenhaus war, bin ich vom Dezember 1944 bis Juli 1945 gewesen, bis das Ganze aufgelöst wurde als Krankenhaus. Was war Ihre Aufgabe hier im Krankenhaus? Ich war Stationsschwester in der Infektionsabteilung Baracke 1. Und habe nur sehr, sehr schwer Kranken gepflegt. Wie sind Sie eigentlich als deutsche Schwester, Rote Kreuz-Schwester, zu Carla gekommen eigentlich? Ich bin im Mutterhaus in Kassel gewesen und von dem Mutterhaus musste das Kreiskrankenhaus in Schmalkalden auch pflegerseits versorgt werden mit Schwestern und Schülerinnen. Und dann dadurch bin ich da nach Schmalkalden gekommen. Und von Schmalkalden wurden wir dann nach dem Examen oder längerer Zeit nach dem Examen hierhin überwiesen, als es hier eröffnet wurde, das Krankenhaus. Wusstest du schon, was hier passieren würde, warum du hierher gehen musstest? Wir wussten überhaupt nicht, was hier für Leute waren. Und da habe ich darum gebeten, ob nicht zwei Männer zu mir auf Station kommen könnten, weil ich ja nur Männer zu versorgen hatte und als Frauen war das nicht immer sehr leicht. Da habe ich zu dem Medard Porter aus Brüssel gesagt, Medard, was seid ihr eigentlich für Leute? Seid ihr Kriminelle oder was? Sagte der, nein. Wir sind in Brüssel, Roger und ich sind in Brüssel im Kino gewesen und als wir aus dem Kino kamen, standen LKWs rundherum und SS-Leute mit haben uns auf die LKWs geknüppelt. Und dann sind wir hierher gefahren worden. Wir wussten gar nicht, was uns passierte. Wie war die Zusammenarbeit mit diesen zwei belgischen Krankenpflegern? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nur, es war, die haben sich sehr intensiv betätigt an der Pflegearbeit und was zu machen war. Und es war sehr kameradschaftlich. Hatten Sie nach dem Krieg noch Kontakt zu diesen Leuten? Ja, mit dem Medard Porter habe ich noch länger Kontakt gehabt. Wir haben sie aber nicht wiedergesehen, aber brieflich haben wir noch länger Kontakt gehabt, weil wir doch hier eine sehr schwere Zeit zusammen verlebt haben. Sie sagten ja, Sie waren hier als Krankenschwester. Was stand Ihnen als Mittel zur Verfügung, um die Leute zu versorgen, medizinisch? Nur Wasser. Für jedes Stückchen Seife mussten wir kämpfen. Und sonst stand uns gar nichts zur Verfügung. Keine Medikamente, nur durch gutes Zureden und so weiter. Das war ganz, ganz schwer oft. Und für die Leute ganz bestimmt, für die Schwerkranke. Wie viel, haben Sie noch eine Idee, wie viele Krankenschwestern insgesamt hier anwesend waren damals? Bitte nochmal.
Wissen Sie noch, wie viele Krankenschwestern insgesamt im Krankenhaus waren? Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber nur noch, dass 4 oder 5 mit hier waren, aus Kassel, aus der Mutter aus Kassel. Ne? Wie sah es dann aus mit den Ärzten? Gab es dort genug Ärzte? Mit einer Frau Doktor aus Holland, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber mit der habe ich hinterher noch ein paar Briefe hin und her verkehrt. Aber dann war diese Bekanntschaft auch vorbei. Ne? Ein bisschen warten mit deiner Antwort. Ein paar Sekunden, Maria. Ja. Ne? Gut, super, es geht ganz toll. Die deutschen Ärzte, gab es einige von denen hier? Ja, ich habe leider Gottes den Professor Bernhard aus Greiz in Thüringen sehr unangenehm kennengelernt. Und dann war ein Dr. Müller noch da. Da kann ich mich erinnern, der war auch zu uns und auch zu den Patienten nicht sehr angenehm. Ich kann mich nur noch erinnern, dass die Amerikaner den, als sie da waren, vorne auf den Kühler von einem Auto gesetzt haben und haben sie als komische Figur durch den Schlosspark gefahren. Und der ist gestorben. Wie und auf welche Weise, weiß ich nicht. Wie war eigentlich der Zustand, die Leute, die ausländischen Leute, die hier im Krankenhaus ankamen? Der Zustand war sehr, sehr schwer. Ein Mann hat mir erzählt, der auch etwas Deutsch konnte, uns ist versprochen worden, wenn wir jetzt ins Krankenhaus kommen, bekommen wir ein schönes heißes Bad und dann werden wir ins Bett gelegt und dann werden wir gut versorgt. Aber, sagte er, wir kamen in die Waschküche und wurden mit kaltem Wasser abgebraust. Uns wurde eine graue Decke umgehängt, ein paar Holzschuhe bekamen wir zum Anziehen, dann mussten wir über den Hof gehen, hier in die Baracke. Wie war eigentlich der täglichen Ablauf? Würden die Leute eigentlich ständig unter ärztlicher Beobachtung? Also wir waren, Schwestern waren ja immer da, aber ich habe nicht gesehen, dass ein Arzt mal ein Stethoskop rausgeholt hat und hat die Leute untersucht. Noch nicht mal, wenn einer tot war, tot schien, dass er dann mal untersucht hat, ist er wirklich tot. Deshalb, es war sehr schwer für uns Schwestern. Sie haben also ständig eigentlich Leute fast in dem Tod mit begleitet, bis zu dem letzten Atemzug. Was haben Sie da gefühlt als Krankenschwester? Ich habe Sie nicht richtig gehört. Sie haben eigentlich oft Leute mit in dem Tod begleiten müssen. Ja, leider. Was hat Ihnen das als Krankenschwester berührt? Ganz, ganz furchtbar war das. Man konnte es einfach nicht begreifen, dass diese Leute hier in Deutschland sterben mussten, wo doch die Medizin und alles schon so fortgeschritten war. Und in diesem Krankenhaus war einfach nichts vorhanden für die Leute. Gar nichts. Was haben die Leute so in ihren letzten Momenten, haben sie sich nach ihr Land gesehnt, nach ihren Eltern? Oder? Wir verstanden die nicht und die verstanden uns nicht. Aber wenn ich abends wegging und dachte, der lebt morgen früh nicht mehr, dann habe ich ihn noch gestreichelt und mit ihm gut gesprochen. Wollte er mich nicht gehen lassen, hat meine Hand so festgehalten. Und dann habe ich gedacht, ob der morgen früh noch lebt, ich weiß es nicht. Es war schlimm. Es war schlimm. Aber man konnte ja nicht Tag und Nacht, es waren ja Nachtwachen da. Ne? Was passierte eigentlich mit den Toten? Ja, was passierte mit den Toten? Da fuhr morgens ein Wagen durch den Schlosspark und da wurden die drauf geworfen. Und ich habe darum gebeten, sagt mir doch bitte, wo ihr die hinbringt. Ich möchte das wissen. Schwester, gehen Sie weg, sonst werfen wir Sie auch schon auf den Wagen. Das war die Antwort. Und ich habe erst, als ich das erste Mal hier war, nach dem Mauerfall, da habe ich so sehr darum gebeten, mir doch mal Aufschluss zu geben über die, da jeder war so. Wir haben nichts damit zu tun, wir wollen nichts damit zu tun haben. Bis ich die Familie Gösch getroffen habe, und die haben mir dann weitergeholfen. Die haben mich auch hier hingebracht. Und das war für mich schon furchtbar. Wir sind jetzt 61 Jahre weiter. Es ist eine lange Zeit, aber du hast eigentlich kaum was vergessen, scheint mir. Also die Sache wird, je älter ich werde, umso schlimmer wird die Sache für mich. Ich sehe die Leute jetzt noch monatelang Tag und Nacht vor Augen. Und es kann niemand verstehen, dass ich noch für die Leute so viel bete und so oft eine Messe beim Pastor bestelle für diese Leute. Und ich habe Verbindung mit einem katholischen Pater und der fährt oft nach Italien.
Und dem gebe ich dann immer Geld mit und sage, Herr Pater, bitte lassen Sie in Italien ein paar Messen lesen für die Italiener, die da gestorben sind hier in Deutschland. Mhm. Ne? Danke, Maria. Wunderbar. Oui, oui, peut-être deux, trois pas. Oui, oui aussi. Comme ça, c'est plus, plus oui, naturel. Oui, oui. Elle va rentrer okay. Là avec le truc. Ok, ça va. Ok. Donc, caméra droite. Close des mains, close visage. Oui, oui. Plantaille.